Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Immortals Phoenix Rising. Dann wollen wir mal, ne? Reden wir mal eine Runde mit Ares, der wahrscheinlich, ja, dem es wahrscheinlich wieder besser geht. Der wahrscheinlich kein Hahn mehr ist. Vielleicht, keine Ahnung. Oder das von jemand anderem klauen lassen. Mal gucken, wie es dem Gockel so geht. Ja, ich weiß. Ich bin halt nicht gut im Anschleichen. Na, ihr? Na, weiß ich. Hochklettern doch. Geht doch. Durch Klettern entkommt man immer. Na, dann wollen wir mal. Ja, geh doch mal. Meine Güte. Ach nein, er ist immer noch ein Hahn. Oh. Mir folgt mir. Ist aber ungünstig. Okay. Darf ich jetzt? Die folgen mir doch schon nicht mehr. Ah ja, okay. Nee, er ist immer noch ein Hahn. Ja. Du bist noch nicht dran. Ah ja. Entschuldige dich nicht. Bessere dich. Ich war im Gewölbe, aber jemand war vor mir da und hat deine Essenz gestohlen. Ja. Der Dieb könnte überall sein. Es musste so kommen. Das ist das Ende. Wir sind erledigt. Gute Nacht. Ah ja. Was soll ich Aphrodite sagen? Sag ihr, ich bin auf dem Weg, um mich von einem Wagen überrollen zu lassen. Ach komm. Bis zur Straße schafft. Gut, ich richte es aus. Warte. Wir könnten den Dieb mit Hilfe von Amazonen finden. Du weißt schon, meine Töchter, die liefern den Dieb noch heute mit ihren unvergleichlichen Fährtenleseinstrumenten. Ah ja. Das könnte klappen. Ah ja. Freu dich nicht zu früh. Sie sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Nur lange Geschichte. Aber sie haben mir mal ein Fährtenlesegerät geopfert. Es ist in meiner Festung, aus der mich Typhon... Ah ja, da, wo wir nicht reinkamen. Es ist aussichtslos. Vater hatte recht. Ich habe ein Spatzenhirn. Außer... Ja, außer? Außer? Der Klang meiner Salpings könnte das Tor öffnen. Ich habe sie versteckt, damit sie Typhon nicht in die Tentakel fällt. Ah ja. Deine Salpings? Hä? Ich werde mir ein Stück überlegen müssen. Für wen hältst du dich? Aphrodite? Du kannst dein Instrument des Krieges nicht einfach so spielen. Es gehört mehr dazu. Außerdem brauchst du Typhons Tributmelodie, um das Tor zu öffnen. Ah ja. Ach ja? Was ist das für eine Melodie? Typhon ist kein gewöhnlicher Narzisst. Er zwang Pan, ihm dieses Lied zu widmen und sorgte dafür, dass sich die Tore nur zu seinem Klang öffnen. Pan schrieb es irgendwo in einer Höhle. Das ist deine beste Spur zu der Melodie. Ah, ja. Sobald du alles hast und noch am Leben bist, spiel sie vor den Toren der Festung, um sie zu öffnen. Ah. Hey, das macht mir jetzt sehr viel. Tributmelodie. Das wären wohl die Rülpser der Trunkenbolde nach zu viel Wein. Ah ja. Naja, da haben wir wenigstens was zu tun. Würde ich sagen. Dann geht's ja endlich mal voran. Nö. Fliegen wir erst zu dem einen und dann zu dem anderen.
Wo ist denn das eigentlich? Einmal mal auf der Karte orten. Ah ja, ja, ja. Wo sollten wir hinkommen? Das sollten wir schaffen. Was haben wir denn da? Ich meine, außer Gegner. Ah, du bist ja auch noch da. Naja. Okay. Ah ja, da hinten. Ja, das war klar. Aber wir sind in der Nähe von dem anderen. Ha, irgendwann mal vielleicht. Na komm mal her, Pfiffi. Zeig doch, Pfiffi. So, und rein mit uns. Rein in die gute Stube. Nein, dran vorbeigeschlittert. Jetzt aber. Yes. Na, wo sind wir jetzt gelandet? Ah, ja. Na, wieder was zum Ärgern. Warte mal. Ja, ist mir egal. Ja, Gegner, da komm ich immer klar. Dafür bin ich schon gelevelt genug. Na, das habe ich mir fast gedacht. Warte mal. Ich glaube, wir führen wirklich beide Wege nach Rom, ne? Oder? Ja, irgendwie schon. Okay.
Wahrscheinlich beide Wege gleich beschissen, ne? Ja, zieh dich hoch. Danke. Ach so, hier sind Gegner. Okay. Achso, das ist wieder das, ne? Aber ich habe hier ja ein Dings. Dürfte ich da eigentlich gut rüberkommen. Ja. Eieiei. Hältst dich für einen ganz großen, ne? Ja, jetzt kriegen wir wieder die Dings hierher, ne? Ah, okay. Ja, aber das ging ja noch. Das ging ja noch. Hat die Inschrift mit Musik zu tun? Könnte ein Teil von Typhons Tributmelodie sein. Ja. Ein Teil von Typhons Tributmelodie. Ja, ach man, wirklich, hast du eben schon gesagt. Die muss ich aber auch immer wiederholen, ne? Wo ist der andere Teil? Wahrscheinlich da oben, oder wie? Ach, da! Glaube ich zumindest. Ja, das ist der andere Teil. War ja jetzt nicht so schwer. Puh. Was ein Ohrwurm! Ich glaube, die Tributmelodie ist vollständig. Ja. Sie hätte mal Apollon fragen sollen. Der wäre jedenfalls günstiger als Pan. Na. Naja. So. Und wir sammeln das ein. Ging ja relativ schnell. Nö. Ich glaube, wir können auch bald wieder aufbessern. Habe ich so im Gefühl. Ah, zu spät. Zu spät gesehen. Nein, dran vorbei. Verdammt. Und den haben wir wieder gecatcht. Okay. Ja. So, die haben wir. Und jetzt brauchen wir nur noch, ja, das andere, ne? Ja, machen wir mal eben. Nehmen wir mal kurz die Schnellreise, da können wir darüber. Nö. Ne?
So, in die Richtung. Ja, da kommen wir schneller an. Jetzt werden wir da zu Fuß rüber tingeln. Nö. Guck, die Hälfte des Weges schon geschafft. Ja. Wenn ich doch nur besser schleichen könnte, da hätten wir schon längst ein Pferd oder so. Wo denn? Wo ist denn der Drache? Oder ist das der Drache? Nee. Oder doch? Ui! Ich hab da was gefunden! Und es soll legendär sein! Ich muss es austesten. Wie legendär kann ein Wesen sein, das abhaut? Okay, so legendär ist es dann doch nicht. Ja. Das war relativ unspektakulär. Mal wieder. Ja, ja, ich weiß. Na, wenn der Hüter mindestens genauso schwächlich ist wie der Vertreter, na dann herzlichen Glückstrumpf. Na, weil ja das Ding innerhalb von wenigen Sekunden. Sieht aus, als wäre er direkt der Unterwelt entstiegen. Was zum Hades macht er hier? Na, der sieht eigentlich ganz frisch aus. Der gefällt mir ganz gut. Komme ich da rein? Oder kann ich den nur kaputt machen? Ah ja, und da ist auch noch jemand. Na du? Ich habe da euren kleinen Hüter kaputt gemacht. Denkt ihr nicht, dass ich das dann nicht auch hinkriege? Ah, da ist noch jemand. Ich höre ihn. Ah! Moin! Ui! Na, seid ihr wegen mir hier? Und packt eure dicken Hammer aus. Als ob ihr eine Chance hättet. Meiner ist größer. Immer es ist, ich will's haben. Ah, okay. Moment. Moment. Nee, das geht schon mal nicht. Oder kommen wir hier rein? Ich muss doch da stehen. Na, vielleicht muss ich noch was machen, damit das aufgeht. Ah, okay, ja gut. Darauf hätte man kommen können. Passt du denn wirklich da rein? Okay, dann werden wahrscheinlich dann noch mehr rumliegen, ne? Ja, da vorne ist auch noch ein Zahn.
Und da hinten auch noch. Gut, das ist dann doch relativ unrätselig. Mal wieder. Naja. Zumindest etwas Abwechslung. Ein klein wenig. Komm mal her. Nein, aufheben. Danke. Wir nehmen das gute Stück mit. Bis da hinten hin, habe ich gesagt. Meine Güte. Ja. Ein bisschen unspektakulär. Ja. So unspektakulär, dass mein Freund anfängt zu husten. Eieieiei. Das ist mal eine Strecke. Ja, gut. Da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Der ismenische Drache war Ares heilig, der Hüter seines Reiches. Starb das Vieh nicht in Theben? Ja, ich erinnere mich, weil er es sonst immer zum Abendessen mitbrachte und dann von einem Moment auf den anderen zischte da nichts mehr. Tja. Er brachte seine Leiche zur Goldinsel, um den Verlust zu betrauern. Das klingt nicht wie Ares. Es gibt vieles, das du nicht über ihn weißt. Was ist mit seinen Zähnen? Kadmos, der berühmte Bestienbezwinger, und später Jason, der Argonaut, haben sie ihm ausgeschlagen. Wenn man die Zähne des Drachen in der Erde vergräbt, erwachsen daraus Soldaten. Aha. Dentale Kriegsführung! Typhon zog die Soldaten in seinen Bann und erschuf so seine Armee des Bösen. Aha. Warum hat Ares nicht gesagt, dass er die Drachenleiche hergebracht hat? Es ist nicht immer einfach, mit dir zu reden. Doch, ich scherze sogar. Auf seine Kosten. Ich breche nur das Eis. Ja. Du erschaffst das Eis. Vergrab doch die Drachenzähne. Vielleicht wachsen dann Worte heran, die deinen Sohn trösten oder ihm helfen, eine Stadt zu gründen. So wie die Spartoi Kadmos halfen, Theben zu gründen. Und dort, in den Fängen der einst mächtigen Schlange, war das Kriegsinstrument des Ares. Aha. Es ist immer da, wo man zuletzt sucht. Was? Ja. Gut. Ich habe Ares Salpings und Typhons Tributmelodie. Ja. Jetzt kann ich die Festung öffnen. Ja, gut. Komm, lass uns von hier aus dahin fliegen. Das reicht gerade so ohne Schnellreise. Und Zeit haben wir ja auch noch ein bisschen. Nö. Dann wollen wir mal die Tür öffnen. Klopfen wir mal ganz lieb an. Mit unserer Vorschlaghammer. Wir klingeln so lange Sturm, bis jemand aufmacht. So. Ich soll hier hin? Okay. Ich dachte... Tür? Nein? Gut, dann klingeln wir halt von hier aus Sturm. Heine Güte. Ja, okay. Hi. Na, ihr beiden. Reiß dich zusammen, Bär. Du bist nicht bereit. Geh nach Hause. Aha. Na? Na, oh, wieder? Was für ein süßer Bär. Ares?
Ja, natürlich er. Willst du, dass ich geschnappt werde? Hier gibt es keine Deckung. Bis auf den Busch, wo du drin stehst. Aber das ist deine Festung. Tja. Ich bin nicht mehr der Hahn im Korb. Schon vergessen? Du wirst wieder über die Festung herrschen, wenn wir deine Essenz haben. Die Götter werden vor Freude jubeln, wenn das passiert. Aphrodite ist mit Hephaistos verheiratet, ja. Dem alten Spinner. Ich meine, ich habe gehört, er malt neuerdings. Und Zeus hasst mich. Ja. Stimmt nicht. Ich bevorzuge nur Athenas Kampfkunst, Führungsstil und Reife und Apollons Musik. Oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Ja. Ares. Kommt hin. Sieh dich an. Das ist dein wahres Ich. Dich interessiert nicht, was andere denken. Du handelst. Gesundheit. Du vernichtest ganze Städte, wenn es nicht nach deinem Willen geht. Du beschützt deine Leute und deine Familie auf Kosten aller anderen. Tja. Du bist ein Arsch. Und du warst immer einer meiner Lieblinge. Ich zweifle an deinem Geschmack. Ja, ich auch. Lass uns dieses Tor öffnen. Kommst du mit? Da rein? Du machst Witze. Wenn mein Gesundheit. Mich eines richtig gemacht hat, dann diese Festung zu sichern. Sie ist undurchdringlich. Ah ja. Alles klar, dann finde ich das Fährtengerät und komme zurück. Pass auf dich auf. Befolge deinen eigenen Rat. Typhons Schergen werden überall sein. Ah ja. Hier ein weiterer Segen, Phoenix. Für den Fall, dass es dir wieder erwarten doch gelingen sollte. Ja, mir gelingt immer alles. Meine Güte. Ja, drück mir mal die Flügel. Darf ich jetzt Sturm klingeln? Diese Ares kenne ich gar nicht. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Tja. Der große und mächtige Zeus? Niemals. Gut, dass wir das dann hinter uns haben. Jetzt darf ich aber Sturm klingeln, ha? Wo muss ich eigentlich hin? Da. Ah, hier. Na dann. Die hat einmal reingepustet, das war noch nicht mal eine Melodie. Aha. Das ist ein dämliches Tor. Von der ganzen hinten. Ernsthaft. Und die hat immer noch keine Melodie getrötet. Da einmal reingepustet, das war ein Ton und keine ganze Melodie. Ich sag doch, dass es ein dämliches Tor ist. Das geht gleich wieder zu, weil da die Dinger gerissen sind. Oder auch nicht. Eigentlich müsste das wieder runterfallen. Eigentlich müsste das Ding wieder zugehen. Ist ja schließlich so, wenn alle Stricke reißen. Ja, war ganz entspannt. Bin ich mal ins Schwitzen gekommen. Ares bettelt förmlich darum, ausgeraubt zu werden, so viel Kriegsbeute wie er hier bunkert.
Soll das eine Rechtfertigung sein für all das Zeug, das du ihm gestohlen hast? Das war ja die Entschädigung dafür, dass ich ihn großziehen musste. Ah ja. Na, herzlichen Glückstrumpf auch. Ach, come on. Ach so. Ich dachte, er ruft jetzt seine Kompagnons, die ihm dann als Schild dienen, aber... Als Schild. Wie bei Marvel. Oh. Na komm. Nein! Voll dran vorbei. Wollt ihr mich verarschen? Habe ich schon lenkende Pfeile und schieß trotzdem daneben. Komm mal her. Klopf, klopf. Ach, hier komme ich nicht rein. Schade. Naja, gucken wir uns hier draußen um. Ah ja, wieder Gegner. Was? Wo ist er denn? Bist du ausgewichen? Ach nee, er ist einfach nur gesprintet. Ach komm. Ach, hier haben wir mehrere Sachen. Gut, dann schauen wir mal. Ja, ja. Was haben wir hier? Ich meine, außer dass jemand anscheinend vor mir schon da war. Wieder sowas, ne? Ja. Habe ich dich? Nein, wirklich. Das bringt mir nur gerade herzlich wenig. Au. Was haben wir denn da? Ja, ich weiß. Bist gerade herzlich nervig, aber danke.
unten. Ach, da ist einer. Ich habe den echt nicht gesehen. Der stand da so dämlich. Hä? Okay, warte. Warum sollte ich das tun wollen? Und was hat mir das jetzt hier gebracht? Ernsthaft, was hatte mir das jetzt gebracht? Dass da das... Ich bin verwirrt. Ja. Abfackeln sollst du dich nicht. Gegner. Gegner sind immer gut. Dann weiß man zumindest, dass man richtig ist. Okay, warte mal. Ich habe da so eine Idee. Glaube ich. Ich wollte nicht so streng zu Ares sein. Es war doch alles nur ein großer Spaß. Nun ja, vielleicht hat er das ein bisschen anders wahrgenommen als du. Er hat gesehen, dass ich gelächelt habe. Und hat er zurückgelächelt? Spielt das eine Rolle? Du bist ja ein Vater. Ich weiß, das macht es ja alles so verwirrend. Ich muss, glaube ich, was anderes erstmal hier reinschaffen, ne? Wollen wir denn klein? Warte mal. I got it. Okay, ja gut. Das gibt zumindest ein bisschen Sinn. Dafür war das da. Damit wir das kleine Teil da hochkriegen. Einfach mal hoffen, dass es richtig gelandet ist. Ja. Ah ja. So. Das kann weg. Das kommt erstmal darauf. Jojo, komm. Dann kommt das darauf. Und das Teil kann man da oben durchschmeißen. Mehr oder weniger. Mit ein bisschen Feingefühl. Ja, gut. Nein. Und dann kommt man mit ein bisschen Feingefühl, wenn man kein Idiot ist, auch selber durch.
Ah ja. Ah, ich habe eine Seite geschafft. Ja, super. Ich glaube, die andere Seite machen wir dann beim nächsten Mal. Meine Güte. Ich hoffe, ich kann hier speichern. In den Quest-Bereich. Wenn nicht, dann gehen wir gleich raus. Mal gucken. Na? Geht doch. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.